Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Valor von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir sie weiter durch den ewigen Kerker gesprügelt, haben den Schlüssel hierzu gefunden und wollen mal sehen, was hinter dieser Tür jetzt noch alles erwarten wird. Wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Dämonen. Gegiftet. Und was? Hä? Verarschen? Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich das auch in den letzten Part reingepackt. Naja, egal. Haben wir damit auch Bereich 2 abgelöst. Beendet. So. Und nun befinden wir uns hier im dritten Bereich von diesem, vom ewigen Kerker. Den letzten Bereich auch. So, hier sollten wir eigentlich auch gleich irgendwo den Goldschlüssel finden, mit dem wir auch die eine Tür da hinten öffnen können, die wir auch gesehen haben. Aber vorher geht es doch wieder einen Riesenritter zu umzunieten. Wahrscheinlich ist es doch dieser Riesenritter, der uns besagten Schlüssel geben wird. Wundern wird es ja nichts. Nicht das erste Mal, dass ein Riesenritter irgendwas bewacht, was für uns nützlich ist oder notwendig sogar. So. Und du verlierst keine Heilung. Schade. Aber wie gesagt, ihr habt goldene Schlüssel. Sehr schön. So, und ich glaube es aber auch nur. Ja. Giftpilzparade. Meinetwegen. Zehnbär. So eine magische Kraft verliert. Da kann ich mich wieder voll heilen. Wäre ja, schon toll. So. Das alle drei erwischt. Jawohl. Und jawohl. Einer verliert magische Kraft und einer sogar einen Diamanten. Das ist natürlich toll. Genauso muss das. So, und wo befinden wir uns hier? Haha, richtig, Leute. Wir befinden uns da, wo wir... Okay, hier nochmal... Zwei Flaschen. Okay. Wir befinden uns wieder direkt hier vor Ort, wo alles... ja, ihr wisst schon, lange gelaufen ist. Weil die Heilung nicht mal so... Magische Kraft nicht mal so wichtig. Aber egal, was soll's. Noch ein Diamant dazu, das ist sehr schön. So, und was finden wir denn hinter dieser Tür? Was ist hinter Tor Nummer 3? Mal auf. Open the door. Wen oder was werden wir jetzt hier finden? Tja, Leute, es ist klasse. Mal wieder. Was? Du lebst noch? Seltsam. Hä? Bist du klasse? Ich werde mich für das rächen, was du Wilhelm und Michael angetan hast. Naja, also Wilhelm hat er nichts angetan. Was? Du bist der Zwilling von Dragonfeller. Gleiche Gene, anderes Geschlecht. Ja. Das kommt vor bei Menschen. Aber du kommst zu spät, um der Hackers Korn zu verhindern. Alle werden sterben. Ah, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nicht, wenn es nach mir geht. Meinen Bruder lasse ich nicht sterben. Ah, und die Menschheit ist mir scheißegal. Hauptsache, dass mein Bruder bleibt, oder was? Du bist ja komisch drauf, ey. Und somit beginnt nun erneut der Miniboss-Kampf gegen Klosse. Der im Prinzip genau gleich abläuft wie vorher. Nur, dass Klosse halt jetzt hier Passwort Ritter hat. Und immer noch seine scheiß Minen schmeißt. Oder Bomben. So, sogar die Felsen sind immer noch identisch. Und ja, da auch gleich hier. Es ist im Prinzip genau der gleiche Kampf, nur dass halt andere Skelette hier sind. Die ein bisschen stärker sind, aber die haben genau gleiche Angewohnheit, nämlich nicht aufzustehen, wenn man sie einmal kaputt haut. Ja? Wollen wir gerade von den Skeletten sprechen, ne? So. Klasse vernichtet oder angeschlagen und die beiden Skelette wieder umgehauen. Eigentlich ist das Skelett umgefallen. Das habe ich jetzt mal nicht gesehen. Naja, egal. So, idealerweise ruft Klosse jetzt nicht wieder seine Felsen. Bombe. Meinetwegen. Hä? Ah, verdammt. Na komm. Schon. Blöder Stein. Halten die jetzt schon mehr aus? Tatsache. Na super.
Aber dich kriege ich jetzt. Sehr schön. Und nun Zeit zum Moschen. So, den einen da hinten, den hau ich schon mal zweimal an. Also, nicht ganz. Die Distanz abzuschätzen, was sind der Bildschirm, ist gar nicht mal so einfach. So, beide zweimal angehauen. Auf die Feuerbombe. Nee. Egal. Und wieder alle umgehauen. Und da stehen sie wieder auf. Da hau ich sie wieder um. Klasse, bleib stehen. Sehr schön. Und das sollte jetzt im Idealfall mit Drossel gewesen sein. Sehr schön. Rache für Michael. Wilhelm hat ja nichts angetan. Ich verliere. Das kann nicht sein. Winde dich vor Schmerzen. Rache für die Wunden meines Bruders und Wilhelms Tod. Aber das war Halfas. Da hat Klasse nichts an Hubels. Verflucht! Verdammt! Wozu da kam, wenn ich jetzt sterbe? Für die Gedanken dahinter? Ja, du hattest ein sinnloses Leben. Bedauere es und stirb. Das hast du verdient. Harte Worte, Meat Lady. Und da bindet sich Klasse und dreht sich auf den Bauch. Es ist furchtbar, so zu sterben. Schrecklich. Hast du verdient. Tut mir leid. Kein Mitleid mit dir, Klossel. Hä? Kommt jetzt noch. Mami, hilf mir. Mami. War Klossel etwa noch ein Kind? Das wird seine Größe erklären. Oi, wir haben gerade... Wir haben gerade ein Kind getötet. Ein grausames, monströses, bestialisches Kind, aber ein Kind. Was mehr als nur eine Person getötet hat. Naja. Da ist jetzt der kleine Gewissensbiss drin, wenn es einen gibt. Hoppla. Und nun, liebe Leute, geht es auf zum großen Finale gegen den personifizierten Bösen. Da vorne erwacht er gerade. Dort vorne, in diesem Mahlstrom der Dunkelheit, erwacht Atzi, der Hacker, der schwarze Drache. Das ist der Hacker? Sag ich doch gerade. Da vorne steht er nun, liebe Leute. Und er macht kaputt. Er demonstriert mal kurz ein bisschen was zu seiner Power. Macht mal ihm die ganze andere Unterwelt kaputt. Bams, kaputt, Klaus. So muss das, ne? Wenn man kommt, wenn man schon erscheint, dann mit einem Knall. Ich dachte eigentlich, wenn man geht. Aber egal. So sieht also das Kampffeld aus. Oh nein! Die Unterwelt ist zerstört. Das bedeutet, die menschliche Welt. Wenn die so miteinander verbunden sind, dann ja. Michael. Michael. Ist tot. Und dort oben vom Himmel fällt nun der Hacker. Ja. Na, Freundchen? Schaut schon cool aus. Was haben Sie zu sagen? Du wagst es, meinen Bruder zu töten! Dafür wirst du büßen! Ja, so hat sich direkt gemacht. So, Hass, Böses, Bedauern, Ablehnung, Eifersucht. Menschen werden zu Drache, um Götter zu zerstören. Ruhe! Ich werde dir den Kopf abschlagen! Was ist jetzt kaputt? Ich verbrenne. Lass den Hass in dich. Werde ein Drache.
Das hätte ich mal eben nicht im Lauf. Ich halte nicht mehr lange durch. Anna, nicht! Lass den Hass nicht in dich. Keine Angst, ich bin sicher. Okay. Gut zu wissen. Michael, danke. Ich habe mich fast selbst verloren. Daka, Achtung! Und nun, liebe Leute, beginnt nun der finale Showdown. Anna versus Daka. Den personifizierten Hass, das Böse in Persona. Und er haut uns mal direkt weg. Na gut. Anzig Daka, Schwäche ist mal wieder sein Schädel, den ich gerade vollends verpasst habe. Den mal nicht. Na komm. Mann. Ich will mir auf deinen Kopf hauen. Was nicht gerade einfach. Allerdings, wie ihr sehen könnt, Azidahakas Bumschädel ist bei mir seine Schwäche. So, Azidahaka, seine Power-Angriffe, seine Angriffe sind so mächtig, dass sie die Erdboden erzittern lassen. Und das ist einer von seinen fiesen Tricks hier. Ein Magnetfeld, in dem wir dann gefangen sind und nichts uns befreien können, solange es aktiv ist. Alles Gute, nach einer Weile löst es uns selbst auf. Okay, und meistens kombiniert er das auch mit einer bösen Kombination aus seinen Feuerbällen, die wir dann unmöglich ausweichen können. Ich finde aber auch trotzdem, auch wenn man der Hakas Schwachstelle angreift, ist der Schaden minimal. Also, ob wir uns wirklich auf eine Schwachstelle konzentrieren wollen oder nicht, ist relativ groß. So, allerdings, da gibt es natürlich die Schwachstelle. Weil, wenn er am Fliegen ist, oh, das ist ja knapp, ist er nicht zu verwunden, ne? Na komm. Und wieder der Bumsschädel. Sehr schön. Wenn er ein Flattern ist, könnt ihr ihn nicht angreifen. Das heißt, zu lange als ausweichen. Vor allem seiner Feuerwalle, der haut richtig rein. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn er landet, eine Drachenhautschwelle. So, und das war nicht der Kopf. So, und so. Wie auch schon einer sagte, ich hau dir den Kopf ab. Genau das habe ich hier vor, auch wenn ich mich hier gerade nicht besonders gut anstelle. So, und wieder auf den Schädel. Sehr schön. Läuft auch sehr gut gegen Azidahaka. Und du bist der mächtigste Drache von allen sein? Bisher merke ich keinen großen Unterschied zu dir zu den ganzen anderen Drachen. Da war sogar gerade gefährlicher. Ups, voll reingerannt. So, und nochmal auf den Schädel. Ah, nicht ganz auf den Hals. Da kommt jetzt aber auf die Mappe. Nicht ganz. Uff, verdammt, hab ich doch noch erwischt. Das ist das gemein, ich kann nichts machen, außer hier abwarten. Bereite meine Heilung vor und, denn, wie gesagt, meistens macht ihr gerne einen auf den, wenn wir da drin gefangen sind. Aber ich fand nur einmal das gemacht. Zweimal hintereinander, bin ich sau. Upp, bist reingelaufen. Na komm, mach die Reif an. Vollidiot. Ja, Anzi, wissen's. Das war leider wieder der Hals, allerdings egal. Ui. Hä? Gut, doch noch den Schädel erwischt. Na gut, aber wenn er schon so dämlich steht. Na komm. Gut, okay, das war zu erwarten, dass das sich hinhaut. Ja? Wieder in den Kopf. Meine Güte, läuft das super hier. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Kombos gegen ihn mehr Schaden machen als ein Angriff auf den Kopf. Upsala. Na, den Gradius ist nicht recht. Macht das nicht machen. Guck jetzt doch mal aus. Na gut, wenn ich zufälligerweise doch mal die Kopf erwische, kann ich ja auch schlecht herausfinden, ne? So, machen wir einen Platz, ne? Und zack. Schiebt den Schädel, glaube ich, oder? Nee, das war nicht. Nein, das habe ich nicht erwischt. Schade. Na gut, die Drachenwelle ist vielleicht leicht auszuweichen. So, mein Halbsauer nochmal praktisch gesetzt. Und nun eine normale Kombo auf Azidahaka. Ja, die normale Kombo macht sogar mehr Schaden als ein Angriff auf den Kopf. Also, wie wir sagen, upsala. Lassen wir den Angriff auf seinen Köpfen mal sein. Upsala, auf seinen Köpfchen mal sein. Komm. Das Gemeine ist wirklich nur in dieser Situation ist fast unmöglich, seinen Angriff auszuweichen. Oder sein Odem. Aber das Gute ist, in der Bereich. Er hat es doch ein bisschen Bereich fixiert. Das heißt, unser Bereich weg ist, passiert in der Regel nichts. Komm, Azi. Na, komm, Azi, komm.
hör auf mit dem Schießen. Das hast du erledigt. Nee, ich hab's. Hebt er wieder ab. Und die zweite Pflanze von den Drachen kommt ja noch. Ja, was sie der Acker. Wie es sich für den Drachen natürlich gehört, hat sie zwei Phasen. Findest du komisch, dass er auch Azi der Haker heißt, auch nicht einfach nur der Haker. Wofür steht das Azi? Naja, aber das wird sich vielleicht irgendwann mal rausfinden. So. Das ist aber das Gemeine bei Azi der Haker. Wenn er kaum noch Leben hat, wechselt der automatisch in die zweite Phase. Nur mal eben kurz meinen Trick nachmacht. Nur ein bisschen anders. Nachmacher. Hierin steckt das Böse der Menschen. Scheinbar schon. Und das absorbiert er jetzt mal eben. Und wächst, und wächst, und wächst, und wächst. Dadurch wird das der Hack aber auch ein bisschen einfacher, denn der macht nicht mehr diesen blöden Magnetismus-Trick. Und der fliegt auch nicht mal so viel rum. Deine Schwachstelle ist immer noch der Kopf, und nun geht's auf in die zweite Runde gegen Azi der Haker. Na gut, ich glaub, der Kopf, aber... Der macht es halt mit der Welle mit deinem Atem ein bisschen anders, ja. Und er fliegt immer noch rum. Ich glaube, der Kopf hat immer noch seine Schwachstelle, aber ist natürlich nur, ein bisschen schwierig. Es ist so ein bisschen schwieriger, dich zu erwischen. Nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, ob der Kopf immer noch eine Schwachstelle ist. Aber Azi haut mal richtig auf die Möppe hier. Sie haut ihn nochmal auf die Möppe und sie hat... Er hat 10 Klauen wie Velociraptor. Und dann geht er mal wieder hoch. Er fliegt nur um zu landen. Was für ein blöder Sacki. Ich finde die zweite Phase von Azi der Haker irgendwie leichter als die erste. So vom Gefühl her. Ah gut, jetzt greift er aber auch mal mit seinem Schweiß an. Auf den kaum ist aber auch mal drauf. Drachenwelle verspätet und weiter auf Azi der Haker drauf. Azi, alles tutti. Hab ich nicht auch auf mich? Geht wieder hoch. Wahrscheinlich landet er direkt wieder. Nein, der kracht ein, oder? Er schmeißt eine Brust. Ja, ich weiß, ich habe gerade den Kopf erwischt. Wow. Und ja, auch Azi der Haker ist eine Großformkopf, Schwachstelle ist immer noch der Kopf. Wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn auf einmal eine andere Schwachstelle hätte, nur weil er auf einmal ein bisschen größer ist, ne? Wow, das war knapp. So. Nur das Blöde ist halt, an den Kopf ranzukommen, ist so problematisch. Na komm, Azi, und da macht er mich wieder platt. Aber auch wirklich. Allerdings ist Azi der Haker auch schon fast wieder erledigt. Wie gesagt, Azi der Haker ist ja alles andere als nur den Chair, ist einfach nur groß. Na komm. Autsch. Na, willst du wieder platt machen? Na, willst du? Schaffst du aber nicht. Na gut, schaffst du doch. Das Gemeine ist, dass dein Schockwell nicht auf ein bisschen lädt. Haha, getrollt. Na, und der mich auch. So, und jetzt aber, Azi der Haker, stirb! So, das Gemeine ist allerdings nur, ihr müsst jetzt doch mal diesen Angriff auf seinen Kopf machen. Ansonsten stirbt Azi der Haker nicht komplett. Ansonsten wird sich nach ein paar Augenblicken wieder regenerieren. Was er auch in dem Fall jetzt gemacht hat. Was ich komisch finde. Hallo? Ja, also jetzt seht ihr, was passiert, wenn man ihm nicht schnell genug den Kopf abschlägt. Sieh nicht wie so scheiße, ne? Das ist das Problem, Anna. Und vor allem, das wird eigentlich gesagt. Das ist ja voll fies, ne? Du müsst halt wirklich dann den Helmspalzer oder halt diese Tri-Attacke wirklich einsetzen, um auf Azi der Haker das Kopf und endgültig zu vernichten. Voll gemein. Und dass es dann gesagt wird. Na gut, sind einfach Anna wirklich stark in den Kopf ab, aber darauf erstmal dann kommt, dass er das plötzlich doch ernst meint. Ja, kann ich auch wieder. Danke, wer. Dass sie auch wirklich zu ernst meint. Das ist natürlich hier ganz andere Sache, oder? Wa? So. Azi der Haker fällt wieder um. Und auf den Kopf. Na? So. Und das war's dann endgültig mit Azi der Haker. Ziemlich gemein, oder? Also, dass man doch zusätzlich nochmal oben draufhauen muss. Ich habe gesiegt? Scheinbar schon. Nachmacher. Ist das die Stimme des Schwertes? Plopp. Ja, ich verstehe. Mit dem Namen des Gottes Ignis als Schlüssel schließt sich das Tore von Gehenna. Das Tore. Das heißt das Tor oder die Tore
Aber nicht das Tore. Das ist ja grammatikalisch voll falsch. Wer hat das bloß übersetzt? Ich werde niemals sterben, solange es Menschen gibt. Solange es das Böse besteht. Werde ich wieder. Nein, Tahaka. Du kommst niemals wieder. Solange es Menschen gibt, wird der Hacker. Keine Sorge, der kommt nicht wieder. Und damit, liebe Leute, wird es doch langsam mal Zeit für den Abspann, nicht wahr? Und für die letzte Schlüsselsequenz. In umgekehrter Reihenfolge. Michael! Da versagt meine Stimme. Ja, wo ist... Michael, wo bist du? Ja, wo ist er wohl? Ich habe gegessen. Nom nom nom. Lecker, lecker. Nein, nicht ganz. Da ist er. In einen roten Kristall. Was ist das? Ein roter Kristall? Noch nie gesehen? Ah, wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern, wenn ich sowas schon mal gesehen hätte. Plop. Und da liegt er. Na, gut gepennt. Michael. Ach, dir geht's den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Böse Absichten machen Menschen zu Drache. Ja, deine Stimme hat mich davor bewahrt, meine Menschlichkeit zu verlieren. Ich hab nichts getan. Ich war bewusstlos. Wirklich? Aber ich hab ganz bestimmt deine Stimme gehört. Hat sich nur eingebildet. Vielleicht ist das die Macht des göttlichen Blutes in unseren Adern? Entweder das oder irgendeiner schietet hier. Der Stein, der dich schützt, der schützte, liegt das auch in der Macht des göttlichen Blutes? Aber die Stimme ist anders. Wir sind als Zwillinge immer verbunden. Du kannst so sentimental sein, Anna. Das ist doch nicht sentimental. Doch ist es, ganz schön. Na gut. Aber wähne mich bloß nicht, wenn du mit anderen Kerlen ausgehst. Ach, sei still. Aua. Du hast mich missverstanden. Mhm. Und? Kommt vor. Aber glaubst du, irgendwann werden alle Menschen zu Drache? Ja sicher! Das ist mein Plan! Warum fragst du? Weil du blöd, weil sie dumm ist. Nun, Kriege und Verbrechen gibt es immer. Und sogar ich habe der Hacker richtig gehasst. Das ist normal, das sind menschliche Emotionen. Aber du bist nicht so ein Drache geworden, oder? Ja, wegen dieser komischen Stimme. Aber nur nicht, weil du bei mir warst. Hm. Alles wird gut. Ich war der Schlüssel zu deiner Menschlichkeit. Und jeder sollte jemanden lieben. Michael. Und das findest du nicht sentimental? Ach, sei still. Du hast recht. Wenn jeder jemanden liebt, nimmt die Zeit der Drache nicht zu. Vielleicht sollten die Dragonvellers eine solche Welt erschaffen. Entweder das oder einfach weiter Drachen töten. Manchmal sage ich schon tolle Sachen. Manchmal redet sie ziemlich kitschiges Zeug. Aber wenn sie das jetzt sage, schlägt sie mich. Sehr rabiate Schwester, definitiv. Es geht mir besser, Anna. Ich kann wieder alleine gehen. Hey, ich kann deine Stadt sehen. Verrate mir, was du denkst. Frag mir, was du denkst. Ich bin deine Schwester. Nix. Gar nichts. Schon gut. Niemand wird uns als Prinz und Prinzessin von Girat erkennen. Wahrscheinlich seid ihr gar, weil ihr gar nicht in Girat seid. Also können wir ausnahmsweise mal was Zuneigung zeigen. Du hast recht.
Ich werde mich weiter auf dich stützen. Michael, was magst du essen? Ich habe Hunger. Oh ja, das ist eine gute Idee. Glaubst du, die haben hier irgendwelche Spezialitäten? Bestimmt. Nur, habt ihr überhaupt Geld? Und damit, liebe Leute, ist Dragvella endlich beendet. Zumindest diese Timeline. Ihr wisst ja, ich mache alle drei Timelines gleichzeitig. Soll Azos, Soll und Kadum. Wobei ich sagen muss, dass mir die Soll-Timeline am besten gefällt. Aber kommt auch jetzt endlich mal zu meinem Resümee. Das Spiel Dragvella ist fordernd, teilweise. Die Drachen an sich sind ziemlich cool designt. Es hat echt verdammt viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Und ich muss sagen, allein die Möglichkeit, dass es hier drei verschiedene Timelines gibt, die sich zumindest bis zum dritten Kapitel sich total voneinander unterscheiden, ist ja echt cool. Was ich so schade finde, ist, dass die Kapitel 4 und 5 in allen Timelines gleich ist. Egal, ob man Soll, Kadum oder Azos spielt. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass jede Timeline für sich selbst existent ist. In jeder Timeline, jede Timeline basiert für sich selber. Also als ob man wirklich sagen würde, wie soll ich das am besten sagen? Also, man ist wirklich so die Ahnenreihe. Also man fängt als Clovis an und dann geht man die Ahnenreihe immer weiter komplett durch, bis man halt irgendwann mal halt bei Anna oder Michael oder wie Anita landet. Was ich aber scheiße finde, war der Zoss-Reihe. Weil ich muss sagen, die Zoss-Reihe ist scheiße. Aber kein Wunder, das ist halt diejenige, die kommt, wenn man echt alles straightforward macht, sozusagen. Ich meine, man kriegt die Frau nicht, man kriegt nur die Erfinderin, dabei das ist dann nicht so das Problem. Und als Codell kriegt man die Frau nicht. Schon hat man Jerome an der Backe. Und ich muss sagen, ich mag Jerome nicht, ich mag Anita nicht. Ich muss aber sagen, das ist ein cooler Boss. Wo auch mal ich sagen muss, aber auch, was ich auch interessant finde, dass man halt in jeder Timeline nur eine bestimmte Anzahl an Zauber kriegt. Also nicht in jeder Timeline kriegt man sämtliche Zauber. Die Soundtracks, die sind richtig cool. Und ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Der Abspann ist auch verdammt lang, muss ich mal so viel sagen. Man geht halt die komplette Ahnenreihe durch. Und es dauert einfach lange. Und ja, was soll ich noch so sagen? Das Spiel hat mir echt verdammt viel Spaß gemacht, so Let's Play. Sogar alle drei Timelines gleichzeitig. Ich hoffe, ihr habt da weiter mit auch so zufrieden gewesen. Sagt mir doch mal, welche Timeline findet ihr am besten? Wie gesagt, ich für Wart finde die Soll am besten. War nicht nur, weil es die erste war, die ich auf Privat gespielt habe, sondern ich finde, weil es auch einfach die schlüssigste Timeline ist. Die macht einfach in sämtlichen Punkten Sinn. Was ich allerdings, danach kommt Kadu, muss ich sagen. Die ist an sich auch noch schlüssig und, die ist auch ein bisschen individueller. Weil, wenn man direkt halt in der Adelsfamilie ist, dann ist dann da schon ein bisschen, ich will nicht sagen, individuell, aber, ich weiß nicht, manche Sachen sind ein bisschen komisch. Welche ich überhaupt nicht leihen kann, ist halt wirklich Azos. Und das nicht nur wegen den handelnden Personen. Ich find's auch voll dämlich, dass man auf einmal dann einen Jerome an der Backe hat, den man zufällig begegnet. Und unglaublich, er ist auch ein Dragonfeller. Oder hat zumindest gar nichts gut in sich. Kann ja vorkommen. Aber ich privat finde es einfach zu... Nee. So, ihr merkt auch schon, ja, ich mache den Abspann hier jetzt sozusagen unisex, also für alle drei Timelines. Und ich würde sagen, ohne große weitere Worte ist die Seele von Azidahaka absorbiert worden. Von wegen, der kommt immer wieder, der kommt nix mehr wieder, höchstens in meiner Seelensammlung. Und ich würde mal sagen, Leute, liebe Leute, ich lasse den, den Abspann, genau. Ich lasse den Abspann jetzt einfach weiterlaufen. Guckt ihr euch ruhig weiter an, wenn ihr wollt. Ich klinke mich aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns bei meinen Let's Plays, wenn ihr es wollt. Macht es gut!